14 Punkte. Ja, was möchten die anderen wissen? Je weniger ich auffalle, desto besser ist das. Ja, und ich interessiere mich natürlich als Zwerg für zwergische Kultur hier im Umland und würde gerne ein bisschen in verschiedene Schriftrollen und Schriften blicken, die historische Gegebenheiten abrollen. Also insbesondere mit Fokus auf zwergische Bauten, aber natürlich auch darüber hinaus. Als etwas länger lebendes Individuum ist man ja durchaus geschichtsinteressiert, nicht wahr? Wenn man schon Teil der Geschichte ist. Nun, die gelehrten Herren werden sich sicher den Bibliotheken widmen wollen. Ich persönlich bin hier in der Hoffnung, ein wenig von euren Erfahrungen profitieren zu können. Denn nun, ihr standet mit Elborum ja vor einer ganz ähnlichen Aufgabe wie ich mit Janka, wenn auch in weit größerem Stil. Das Wie mag geht man es? wahrlich sagen, ja. Der Vergleich ist treffend. Wo habt ihr angefangen? Das ist ehrlich gesagt das Problem, das ich momentan bei Janka sehe. Es gebricht an allen Ecken und Enden. Natürlich habe ich mich erst einmal darum gekümmert, den Raja-Tempel wieder aufzubauen. Aber ich verstehe wenig von den Zusammenhängen, die eine Stadt am Funktionieren halten. Nun, ihr kommt aus Fazar, wenn ich das an eurem Akzent richtig vernehme. In der Wichtig Tat. ist in Aranien ist immer und war es immer, dass ihr loyal zum Königshaus steht, beziehungsweise zu der Königin. Sie kann euch mit allem helfen, wo euch der Not drückt. Und ebenso die Madabasari. Auch sie können euch viele Hilfestellungen geben, wenn etwas nicht mit Geld zu bewerkstelligen ist. Dann wird euch die Eleonora helfen. Eine gute Freundin von mir. Oh ja, ich hörte davon. Ich war sehr überrascht, dass sie mich zur Visiera von Janka ernannt hat. Aber es ermangelte ihr wohl an Alternativen, da ich die einzige Frau in der Heldengruppe war, die sich des Problems dort anzunehmen gedachte. Nun, ich denke, dass sie Kompetenz erkennt, wo auch immer sie ist. Und da ihr die Stadt befreit habt, war diese Einschätzung wohl richtig. Ebenso war es mit mir. Nahuabad mag eine kleine Stadt an der Grenze gewesen sein, aber nun, selbst Elborum als zweitgrößte Stadt nach Zorgarn mochte ich verwalten. Also auch sie hat hier meine Kompetenzen erkannt und gefördert. Ich bin sicher, dass ihr in Nahuabad wertvolle Erfahrungen sammeln konntet, die euch später bei Elborum geholfen haben. Ganz sicher. Also gut, ich gebe in wenigen Tagen eine kleine Festivität. Wenn ihr mögt, seid ihr gerne geladen. Och Es ja. werden zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Elborum erwartet und ihr dürft euch gerne anschließen. Das klingt auch sehr verlockend, nicht wahr, Abelmir? Ausnahmsweise mal auf die richtigen Feste eingeladen zu werden. In der Tat. Ein Fest ist immer ein, nun ja, eine Aktivität, bei der man viel erfahren kann. Nicht Wir wahr? danken euch für die Einladung. Nun, wisst ihr schon, wo ihr unterkommen wollt in der Stadt? Könnt ihr Das uns ein... süße Loch wurde uns empfohlen. Ich glaube nicht, dass das eine vernünftige Absteige ist. Könnt ihr uns ein vernünftiges Hotel empfehlen? Ein gehobener Standard. Tja, es gibt sicherlich viele Gasthäuser, den Elburischen Hof, den Sultanshof, das Haus Julmin, Schebauth. Ich würde euch eins in der Nähe von, nun ja, diesem Viertel einfach aufgrund der Lage empfehlen. Also in der Nähe des Palasthügels. Ich denke, ja. Nun, eure Wachen teilten uns mit, dass es nach wie vor gefährlich sei in Elborum. Ist es tatsächlich so schlimm, dass man sich nicht von der Hauptstraße fortbewegen kann? Tja, das einfache Volk sagt das zumindest. Ich würde meinen Stadtwachen vertrauen, wissen sie doch seit 2 Jahren um die Gefahren und Elborum mag die weiße Stadt genannt werden, doch wie es in den Gassen aussieht, viele verweigern meine Hilfe und
geben ihrer Drogensucht ungezügelt nach. Wir versuchen das natürlich zu bekämpfen, aber schwierig ist es doch, dieser Herr zu werden. Immerhin sind es viele, viele Leute, die in den Jahren unter Demionas Herrschaft verkommen sind. Natürlich, es ist ein langsamer Prozess und sicher eine anstrengende Aufgabe. Ich würde euch also sehr empfehlen, dass ihr meiner Hauptfrau Folge leistet, um eure eigenen Sicherheit. Nun, was sollten wir auch im Müll in irgendwelchen Hinterhöfen wühlen? Nun dann, ich würde sagen, packt eure Sachen, geht zum Elburischen Hof, legt dort ab und dann lasse ich noch euch schicken, wenn die Festivität weiter geplant wird. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr zusagt. Wenn ihr die Bibliotheken benutzen wollt, sprecht am besten, sprecht mit Magister Ordinarius Mutandus Rasolan. Er ist in der Schule der Heilung einer der Lehrenden und kann euch die Bücher zur Verfügung stellen. Ja, dann würde ich vorschlagen, das gehen wir alles morgen an. Ich denke, heute sind wir gerade angekommen, da werden wir noch ein bisschen Stadt uns anschauen. Ich meine, es ist ja auch 2 Jahre her. Wir wollen sicherlich auch noch zum Effa-Tempel, um für weiteres sicheres Geleit auf unseren Reisen zu beten und so weiter und so fort. Eine gute Idee. Wie gesagt, schaut euch den Rosengarten an, gerne auch den, leider nur eine Baustelle, den Raya-Tempel. Ihr könnt dort sicherlich mit Shania al-Shaya sprechen. Oder, wie gesagt, der Hesinde-Tempel, auch wenn der oft nicht zugänglich ist. Und Delia Alama leider zurzeit unter ihrer... sie ist zurzeit nicht wirklich ansprechbar, drücken wir es so aus. Aber der Effa-Tempel ist sicherlich immer ein Besuch wert. Gerade zu dieser Zeit. Natürlich, Elborum hat so viel zu bieten. Wenn ihr wüsstet. Ich bin sicher, ihr wisst es am besten. Ich hoffe doch. Ja, wunderbar. Dann sollten wir jetzt los. Ihr könnt dann wieder aus dem Faunpalast nach draußen treten, aus dem Innenhof über zahlreiche Treppen nach unten und oben. Der Palast ist sehr verwinkelt, habt ihr das Gefühl? Unnötig verwinkelt, würde man fast sagen, als würden Mauern dort stehen, wo sie nicht hingehören. Und werdet geleitet dann eben durch die Stadtwachen am Sultanstor vorbei nach draußen zur Esplanade des Friedens. Immer noch. Kann ich Steinmetz würfeln, um zu sehen, ob diese Mauern erst kürzlich hochgezogen worden sind, also innerhalb der, weiß ich nicht, vergangenen 2 Jahre oder ob die hier schon länger stehen? Ich glaube, sowas ist sehr offensichtlich, wenn die Mauern nicht regelmäßig gereinigt werden. Muss man da überhaupt drauf würfeln? Ja, ist okay. Steinmetz oder Baukunst ist beides. Also Abelmir hat ja Baukunst, würde ich dann genauso. Richtig gut. Ja, es wurden einige Mauern neu hochgezogen und dann explizit wieder verputzt. Also sowieso die ganze Stadt ist in einem Weiß gehalten. Gerade der Faunpalast ist das schönste Gebäude in der gesamten Stadt und noch weißer als weiß. Und das gilt aber auch für die neuen. Also dir fällt auf, dass es neue Mauern gibt, neu gezogen worden ist, die da nicht hingehören und die wurden direkt wieder verputzt. Aber du siehst es, die gehören da nicht hin. Okay, ich würde mir mal merken, welche Mauern das sind. In den letzten 2 Jahren wohlgemerkt. Okay, ja. Diamantas wollte noch irgendwas. Die Hauptfrau führt uns doch sicher wieder raus, oder? Ja, die ist für euch zuständig aktuell. Ja, Hauptfrau? Ja, was möchte er von mir? Ihr seid doch sicher über die hier in der Stadt sich befindlichen Söldnereinheiten informiert, oder irre ich mich da? Ich bin darüber informiert, korrekt. Möchtet ihr welche anwerben? Nun, wir wollten nach Kunchom. Ich blicke einmal kurz zur Seite zu meinen Kollegen und dort Schützen anwerben. Doch wenn wir hier welche finden würden, gibt es Schützenbanner in der Stadt? Selbstverständlich. Die Kunchomer Schützen mögen berühmt und bekannt sein, doch das Banner von Golgari-Auge mag wesentlich mehr sehen als das männliche Auge. Sie bestehen nur aus Frauen und denken anders. Sagen wir um die Ecke. Ein Pfeil ist tödlich.
wenn ihr dies mögt. Ich kann euch sie gerne vorstellen. Also, sie verstehen ihr Handwerk und sind herausragende Schützen, wenn ich das recht verstehe. Die Besten. Und solange sie nur um die Ecke denken und nicht um die Ecke schießen. Dann grinst, während offensichtlich niemand den Witz lustig fand. Nee, du kannst auch sehen, dass sie das nicht als Scherz sieht, denn ja, sie sieht es genau so. Also, du bist dir nicht ganz sicher, ob die auch um die Ecke schießen können. Du bist kurz verunsichert. Ja, Diamantis, bevor wir irgendwelche Söldner anheuern, das sollten wir doch vorher schon besprechen. Natürlich. Ich wollte nur wissen, ob wir die Möglichkeit dazu haben. Ich kann euch sie gerne vorstellen. Wie gesagt, sie sind die Besten. Besser werdet ihr sie in Kunium auch nicht finden. Nun, eine Vorstellung wird wohl nicht nötig sein. Sagt uns einfach, wo wir sie finden können und wir werden das dann besprechen. Am Hafen. Dort gibt es einen kleinen Markt, der für Söldner jeglicher Couleur ist. Hervorragend. Es spielt keine Rolle, ob ihr sie auf See braucht oder für Jeremialet. Die Fekina sind in letzter Zeit sehr wild. Wunderbar, dankt euch. Werdet ihr uns jetzt die ganze Stadt begleiten? Nun, mir wurde eben zuteil, dass ihr den Elburischen Hof wollt. Ja, das ist richtig. Dann werden wir euch dorthin begleiten. Eine Frage noch. Wenn ihr uns die ganze Zeit begleitet, ist euer Mann dann zu Hause nicht furchtbar traurig, dass er euch so wenig zu Gesicht bekommt? Ich tue meine Pflicht und das sehr gerne. Ja. Jeder andere Wachmann oder Wachfrau. Aber das beantwortet meine Frage nicht. Das ist aber die Antwort, die ihr bekommt. Das ist sehr schade. Aber gut. Falls ich euren Mann mal treffe, werde ich ihn trösten. Wir sind da. Ja, nur wenige Meter seid ihr weiter von dem Sultanstor entfernt. Hier gibt es daneben ein Badehaus. Und während ihr euch umseht, der Elburische Hof ist niegelnagelneu. Neu verputzt. Ist das nicht die Stelle, wo der geräumische, der Spielpalast war, den ihr abgebrannt habt? Oh nein. Was ist? Das sieht doch ganz anständig aus. Oh ja, seht ihr, hier stand mal ein Waisenhaus. Ein Waisenhaus, nennen wir es. Haben sie es schon wieder umgebaut? Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, es nicht Waisenhaus zu nennen. Nun aber mir, ihr habt ja hinreichend freie Baufläche geschaffen. Ich hoffe, uns da drin sind keine Gräume. Keine Sorge, ich weiß noch, wo die Fallen sind. Ich auch. Gehen wir hinein und hoffen das Beste. Schon wieder so ein gutes Gasthaus. Wir haben doch schon 2 Wochen in einem Palast genächtigt. Reicht es denn nicht, einfach nur eine Kajüte zu haben, in der man schlafen kann? Also was verweichlicht. Wenn ihr wünscht, will ich euch heute Abend aufs Schiff begleiten. Ich habe auch noch einige Dinge zu tun. Mir wird dieses, Loch auch immer sympathischer. Ich habe eigentlich keine Lust, hier zu nächtigen. Ja, da muss ich mich anschließen. Ich muss eh noch was auf dem Schiff erledigen. Bin ich der Einzige, der ein förmliches, weiches Bett vorzieht? Nun aber mir, solange ihr nicht die Quartierlisten überprüfen wollt, wird irgendjemand heute Abend wohl dort sein müssen. Und ganz im Ernst, in diesem Gebäude werde ich nicht schlafen. Vielleicht sind da keine Gräume drin. Sulamin, wollt ihr mich begleiten? Ja, ich denke, es wäre doch sehr traurig, euch hier alleine zu lassen. Seht ihr, das nennt man Stil. Nun und sowieso, Rafim und ich haben ja noch Dinge in der Stadt zu besorgen. Ja, ihr wollt euch jetzt trennen, habe ich das richtig verstanden? Und selbstverständlich. Ja. Wir sind viel beschäftigte Leute. Ihr könnt nicht von uns erwarten, dass wir überall zu 6 hingehen. Und ihr habt uns sehr unvermittelt abgeholt am Schiff. Unsere Mannschaft sollten wir wohl nicht über mehrere Tage sich selbst überlassen. Also dieses Loch, da gehe ich doch lieber nicht hin. Aber vielleicht werde ich im Mondsilberpalast überschlafen. Der Visier war ja sehr nett gewesen. Dieses Loch, was ihr sagt, ist der beste Gasthof, den wir hier zu bieten haben. Er meint den vorgeschlagenen Alternativgasthof. Das süße Loch? Das süße Loch. Richtig, ich meinte nicht diesen Gasthof. Auch wenn er sicherlich mal ein Loch war. Aber nein. Der Elburische Hof. Ja, genau. Aber ich denke, wenn die anderen ohnehin zum Schiff wollen, haben Abelmir und ich sicher auch noch einige Dinge von dort zu holen. Ich zumindest habe meine Garderobe nicht mitgebracht.
Also gut, dann gehen wir erst einmal zum Schiff und von dort aus könnt ihr eure Sachen in den helburischen Hof bringen oder wir bringen sie euch. Mir ist nur wichtig, dass ihr sicher seid. Sagt, kennt ihr einen guten Harnischmacher? Macherin. Umso besser. Umso besser, kennt ihr jemand, der gutes Holzwerkzeug verkauft? Auch das. Ich hätte ja Interesse an Juwelen und Juwelieren, beziehungsweise einer Juwelierin. Vielleicht kennt ihr da jemand Guten. Ich sehe schon kommen, ihr wollt euch wieder einmal trennen, nicht wahr? Eigentlich will ich verschiedene Sachen anfertigen. Ich möchte auch etwas mit meiner Zeit sinnvoll hier gestalten. Ich habe noch ein paar Gwen-Petrol-Steine, die ich schön fassen muss. Und dazu bräuchte ich ein paar Materialien. Und ich meine, wir kamen auch an der Baustelle des Raya-Tempels vorbei. Vielleicht könnten wir darauf einen Blick werfen, wenn wir schon in der Nähe sind. Ja, wenn ihr in Richtung der Esplanade des Friedens geht, am Elburischen Hof vorbei, dem ja vor dem Raya-Tempel kurz stehen bleibt, sie würde euch auf alle Fälle wieder in Richtung eures Schiffes bringen, da dies der gewünschte Vorgang ist. Ihr könnt die maraskanischen Kinder mittlerweile nicht mehr entdecken, wohl aber immer noch hier und da das verschmitzte Gesicht der Lotsen Saphira. Ja, Zulamin, wird's jetzt reingehen oder nicht? Oh, ich möchte nicht unter den Gerüsten herumlaufen, aber ich glaube, von da aus können wir ein bisschen was sehen. Wie steht's denn so um die Baustelle? Wird da gearbeitet? Ja, da wird gearbeitet. Du kannst auch sehen, wie die Reihe Geweihte davor steht. Der geht das alles nicht schnell genug und sie dirigiert die Leute da hin und her, auch wenn sie vielleicht vom Handwerk selber nicht viel zu tun und nicht viel Ahnung hat. Aber sehr herrisch wird sie da trotzdem dann die Leute anweisen, damit das ordentlich gemacht wird. Ich würde mir gerne mal das Fundament anschauen, wie das so gemacht ist. Also Fundament und Keller explizit, falls da schon was gebaut worden ist. Ja, Keller gab es schon, der wurde wohl wieder neu nur abgestürzt und viel Holz, was da wohl benutzt wird, viel Stein, wohl gerade auch aus dem Stein vom Jeremia Lett, der ja hier sehr, sehr zentral auf der Elburischen Halbinsel liegt und die versuchen dann eben die Steine nach oben zu buxieren und die ersten sind auch so ein bisschen dabei, den wieder anzustreichen, damit er diese Rosenquarzfarbe hat. Und er ist nicht phallusförmig. Das ist ungewöhnlich, würdest du sagen. Ja, ich würfe einmal Bergbau, um dann eventuell den Leuten Tipps für den Keller zu geben. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus, aber ich würde hier noch einen Stützbalken anbringen. Ansonsten, wenn ihr später hier eine Säule darauf errichten wollt, ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber dann könnte da zu viel Druck drauf liegen und möglicherweise der Keller einbrechen an dieser Stelle. Dann müsst ihr nochmal nachbessern. Oh, danke. Danke, mein Herr. Seid ihr hier der neue Baumeister? Nein, ich wollte euch nur einen Tipp geben. Danke. Ich werde es dann so weitertragen. Ja, ja. Alles klar. Wächst mit euch. Ja, Angrosch mit euch. Wer ist das? Ach, ihr kennt Angrosch nicht. Lasst mich euch von Angrosch erzählen. Nun, Angrosch ist Gott der Zeit. Oh, jetzt geht's wieder los. Würfel mal eine Überzeugenprobe. Ja, alles klar. Von Angrosch auf die Armbrust. Spezialisierung überkehren zählt. Bekehren zählt. Nee, es geht mir gerade um was anderes. Ja. Ja, doch. Weißt du was? Die Hauptfrau ist zufrieden. Du kannst jetzt gerne am Reihertempel stehen bleiben und du musst dich nicht eingliedern. Du könntest weiterziehen, du hast sie abgehängt. Ja, cool. Dann mache ich das doch. Dann bleibe ich da noch ein bisschen stehen, quatsch mit dem. Ja, also du siehst wohl, wie zwei, drei Wachen an dich herantreten und kurz zuhören. Es gibt dann so Verständigungen über sicherlich Attacke oder sowas. Also die verstehen sich sehr stumm. Und der wird das dann herangetragen, dass du jetzt so einen Bekehrungsversuch und das so typisch Zwerg, ne? Alle Zwerge sind Grobschmiede wird da so herangetragen. Sie nickt und würde dann die anderen weiterziehen lassen. Ja, wunderbar. Also bin ich mit zwei Aufpasserinnen am Tempel zu. Nee, die gehen dann auch weiter. Das tun sie sich nicht an. Okay, wunderbar. Geil. Die denken sich, wir kommen doch sowieso bald wieder in dieselbe Richtung zurück. Du wirst schon auch hier sein. Ja, genau, das dauert länger. Zwerge haben Zeit, das wissen die wohl. Kann ich parallel dazu kurz mit der Geweihten gesprochen haben? Ja, klar. Sie nennt sich Shanya Ashshaya und ist, wie gesagt, hier die Reihe Geweihte, die seit 2 Jahren für den Aufbau zuständig ist.
Ah ja, mit euch. Ich habe gerade alleine zu tun, aber schön, dass ich eine andere Schwester hier begrüßen kann. Was kann ich, wie kann ich helfen? Ich möchte euch gar nicht lange von der Arbeit abhalten. Wie geht der Bau voran? Tja, nicht schnell genug, würde ich sagen, aber immerhin haben wir angefangen zu bauen. Nun, wenn ich mich vorstellen darf. Taraf Sunya Zulamin al-Shabra. Ich bin die Visiere von Yanka und habe selbst dort aktuell mit dem Wiederaufbau des Tempels zu tun. Tja, das ist gut. Da drüben, wenn ihr den verbitterten Mann auf der anderen Seite seht, das ist der Travier-geweihte Vater Rassan. Der kämpft wohl immer noch, aber ich konnte vor ein paar Monaten konnte ich Ephemia überzeugen. Jetzt hat sie ein bisschen Geld locker gemacht, aber für Rassan ist immer noch nichts da. Der sitzt immer noch im Rosentempel und verzweifelt. Jedes Mal wieder ist er in einem der Feste, die zahlreich abgehalten werden, und versucht sie zu überzeugen, aber der arme Hund hat immer noch keinen bekommen. Der Ärmste. Aber nun ja, Prioritäten, nicht wahr? Tja, mir soll's auch egal sein. Aber, tja, wenigstens geht das hier voran. Nicht schnell genug. Hey, den Balken, Vorsicht da, der wird teuer! Nun, wie gesagt, mein Tempel ist bedauerlicherweise in keinem so schlimmen Zustand. Allerdings, tja, der wurde hier komplett geschliffen. Ist aber auch gut so. Ich glaube, ich hätte ich auch selber gemacht, wenn ich... Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber die Erzählung, die ich gehört habe, da hätte ich ihn selber nochmal abgebrannt, damit ich ihn neu bauen kann. Ja, manchmal ist ein kompletter Neubau die bessere Wahl. Im Fall von Yanka war noch etwas zu retten. Allerdings fehlt mir noch ein Künstler für das Wandfresko. Könntet ihr da eventuell jemanden empfehlen? Ich habe in Yanka leider niemanden mit der nötigen Kunstfertigkeit gefunden. Ja, wenn ich hier fertig bin, sicherlich kann ich euch zwei, drei Frauen schicken, aber wie gesagt, jetzt gerade ist mein Tempel wichtiger. Tut mir leid. Natürlich. Ja, dann wünsche ich euch gutes Gelingen. Ja, vielleicht sehen wir uns ja noch, ne? Schnickschnack. Raja mit euch. So könnt ihr weiterziehen. Ein Gruß auf die Antwort bekommst du nicht mehr. Sie hat da wohl keine Zeit zu. Boltax bleibt stehen und predigt von Angrosch. Wenn wir am Hafen entlang gehen, auf unser Schiff zu. Ich suche mir irgendeine Stelle, die gut frei ist, also wo kein Schiff anliegt und wo es auch nicht so aussieht, als würde irgendwas heute noch anlegen. Es ist Guesswork, ich kann mich täuschen. Da bleibe ich irgendwie stehen bei meinem Händler und kaufe irgendwas von dem. Und dann lasse ich an der Stelle eine Silbermünze fallen. Mhm. Ganz, ganz zufällig. Ups, ist mir aus der Hand gerutscht. Ja. Blicke ich kurz, suche Blickkontakt mit einem der uns folgenden Mettler oder halt mit der Fischerin, wenn die einzige ist, die noch da ist, der Lotsin, was halt da ist, und dann gehe ich weiter. Ja, die Bettler, wie gesagt, vor allem die maraskanischen Bettler, wirst du nicht erblicken. Okay. Kein Problem. Punkt ist, ich habe die Stelle kommuniziert. Zu irgendwem. Wir werden sehen, wie das am Ende funktioniert. Okay. So könnt ihr weiterziehen. Diamantes Blick fällt auch auf das Banner von Golgari-Auge. Die haben da so einen großen Wimpel aufgestellt, auf dem kann sie dann so ein Auge sehen mit einem Pfeil dadurch und ein Boronsrad. Das muss Golgari-Auge sein. Alles Frauen. Und ganz kurz auf ihm darauf verständigen, könnte man mit denen sprechen, mehr oder weniger später oder früher oder wann auch immer. Könnte aber auch weitergehen am Mephah-Tempel vorbei. Ja, Frau Hauptfrau, ich wollte immer noch was einkaufen und ihr habt gesagt, ihr kennt jemanden mit gutem Holzwerkzeug. Ja, jetzt? Dort drüben. Eine der Handwerkerin. Einfach nur Holz oder soll ich besonders bereits fertig geschnitzt sein? Ich würde schon gerne mit dem Werkzeug dann selber arbeiten. Also eigentlich brauche ich ein Miet oder sowas. Dann müssen wir aus diesem Stadtteil raus. Hinauf auf die eingezäunten Felder, dort sitzen die eigentlichen Handwerker. Hier wird nur gefeilscht. Ja. Dann. Los. Jetzt? Ich dachte, ihr wollt zum Schiff. Ja, aber wie soll ich denn nachher was machen, wenn ich kein Werkzeug habe? Ich nehme auch nur drei von denen hier mit und der Rest kann mit den anderen mitlaufen. Ja, sie guckt kurz an die hoch und runter. Amsha, geh du mit ihm. Eine löst sich und würde sich dir anschließen, dir dann auch den Weg zeigen und die anderen begleiten den Rest. Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Rafim kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Wenn jemand aus der Gasse springt und ruft, ho, Geld oder Leben, sagt Rafim, ach was, ich nehme beides.
Hab ich schon gesehen, Herr Garrett. Nein? Okay, kommt. Vor dem Effa-Tempel, wie auch beim ersten Mal, als sie dran vorbeigegangen sind, eine große Schlange von Gläubigen. Feuerstick haben sie selber nicht, aber ihr könnt erkennen, sie haben wohl allesamt Bändchen an ihrem Arm, an denen viele verschiedene Kordeln kleben. Und sie unterhalten sich da wohl gerade, ihr könnt es im Vorbeigehen hören, sie wollen sich wohl ihre letzte Kordel holen, da sie den Weg von Zorgan angetreten haben, um ja, die Reise abzuschließen. Den Pilgerweg von Al-Shitama. Dann steht ihr am Steg eurer mondsilbernen Drachentöter. Hier fühle ich mich sofort einiges besser als vor diesem Gasthaus. Ich weiß, dort wartet meine schön warme Kajüte. Nun, Wind kommt durch, aber wer schläft denn nicht viel lieber auf einem Schiff als irgendwo in einem Gasthaus? Ich zum Beispiel. Nun, es kommt auf das Schiff und das Gasthaus an. Wir können auf dem Schiff nichts herausfinden, im Gasthaus vielleicht schon. Nun, ich kann euch die Passage auf dem Schiff nicht verwehren, es ist immerhin eures. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass wenn ihr auf dem Schiff schlafen solltet, dass ihr in der Nacht dieses Schiff nicht verlasst. Es ist gefährlich. Und natürlich, besonders nachts im Hafen, das weiß doch jeder Seemann. Gut, dann wartet hier einen Moment, wir holen unsere Sachen. Ja, also Hinweis für dich, Diamantis, wenn du kurz hier bleibst und die anderen ohne dich abziehen, dann wärst auch du alleine. Ja, ich bleib auf jeden Fall beim Schiff, ich schlafe da nicht. Du bist einfach nicht wichtig genug, du bist nicht einer der Helden. Du bist der Laufbursche. Du bist der Laufbursche und dementsprechend kannst du dich ohne Begleitung bewegen. Vor allem Sulamin, Abelmir, Jalan, das sind so die wichtigen Personen. Ja, Abelmir und Jalan lässt man uns hier ohne Bewachung überhaupt nicht rumlaufen, wir zünden sonst was an. Ja, vor allem seid ihr auch die Personen, die halt auch was rausfinden können, ne? Oder auch berüchtigt dafür sind. Diamantis ist einfach dumm, Rafim ist dumm und Boltax ist halt auch ein dummer Handwerkerzwerg. Ihr wisst sowieso nicht, wie die Bibliothek aussieht, dementsprechend nicht weiter schlimm. Ich schnapp mir mal Abelmir, wenn wir an Bord sind und die Wachen nicht hinter uns. Abelmir? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns in einem Gasthaus einquartieren, denn auf uns wird, der Fokus liegen. Vielleicht können wir den anderen dadurch gewisse Freiräume erkaufen. Aber ich denke nicht, dass wir dort frei sprechen können. Wir sollten uns unsere Zimmer sehr genau ansehen. Beherrscht ihr Attac? Leidlich. Aber ja. Ich kann euch vielleicht noch etwas beibringen. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, ich habe ihr einfach zugestimmt, Iphemia. Aber sie sagte, sie sei eine sehr gute Freundin von Eleonora. Das ist mir neu. War euch das bekannt? Ihr bewegt euch doch auch in gesellschaftlichen Kreisen. Nun, Eleonora ist die Herrscherin Araniens. Ja, und gewiss. Sie ernannte sie zu dieser Satrapa. Okay, sie sagte doch, dass sie vieles in der Stadt mit dem Willen aus Zorgan gemacht hat. Vielleicht stand sie in engem Kontakt mit der Sultan, mit der. Mit Eleonora jedenfalls, seit wir die Stadt erobert haben. Schließlich erfordert sowas vermutlich mehr Aufmerksamkeit von der Krone. Korrespondenz sicherlich. Aber es liegen doch einige Meilen dazwischen den Städten. Jedenfalls, ich denke, ich habe die Aufmerksamkeit der örtlichen, sagen wir weniger gut Betuchten, auf uns gezogen. Ich hoffe, dass sie sich heute Abend einen Vertreter am Hafen einfinden, mit dem wir reden können. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen. Rafim ist jetzt nicht da, aber vielleicht sollten wir auch noch welche von unseren eigenen Truppen mitnehmen. Sicherlich. Haben wir da zwei Karten gerade? Vielleicht sollten wir offensichtlich als Lohnopfer scheinen. Vielleicht können wir einige, der dunkleren Drahtzieher in der Stadt hervorlocken. Vielleicht nicht gerade ihr und ich. Denn, wir haben schon Iphemias Palastgarde um uns und dann können wir auch noch unsere eigenen Leute mitbringen. Ich glaube, sie können auch wenig dagegen sagen, da sie ja vorgeblich um unsere Sicherheit besorgt sind.
Aber die anderen, nachdem wir uns jetzt so aufgeteilt haben? Nun ja, wer Rafim angreift, muss wohl seines Lebens müde sein, aber... Jalan, passt bitte auf euch auf. Ich werde möglichstes tun. Im Übrigen, mir ist aufgefallen, dass die Lotsin uns verfolgt. Euch sicherlich auch schon. Ja, ich frage mich, was sie bezweckt damit. Also das ist ja keine Lotsin, so viel ist sicher. Sie war auf keinen Fall ein Lotsin. Links, rechts, auf einem Schiff. Mhm. Ja, selbst ich habe mir gedacht, ja, so würde das klingen, wenn ich das machen würde. Ich habe eine Stelle am Hafen markiert. Ich habe vor, da heute Nacht mit einem Ruderboot aufzulaufen. Und mal zu schauen, wer auftaucht. Nun, dann ja, fix mit euch, Jalan. Hoffen wir das Beste. Das nachts auch am Hafen sein. Ich kann ein Auge auf dich haben. Vielleicht vom Schiff aus mit meiner Abalone. Umso besser. Ich dachte mir, ich sehe mir den Tag über an, wie die Wachwechsel so stattfinden. Dann bin ich zu einem geeigneten Zeitpunkt in der Nacht. Es ist doch heute Marder, wir sollten kaum Sicht haben. Dann im Boot dort eingleiten, wen auch immer der Auftrag aufnehmen und zurück zum Schiff bringen. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Das klingt nach einem guten Plan. Und ich glaube, was Abel Mirs Gedanken anging, es könnte sein, dass ihr am ehesten nach einem leichten Opfer aussieht mit eurer verlorenen Hand. Nichts für ungut. Nein, verständlicherweise. Was das angeht, Abel mir sagte auch, er bräuchte einige Teile, die er besorgen muss für sein Projekt, aber... Ja, ich fürchte, das kann ich nur in Kontium fertigstellen. Dies habe ich befürchtet. Nun gut, aber beim Thema Teile, ich hatte einige Ideen, was wir mit den Panzerungen für die Trollzacker machen. Wir sollten auf jeden Fall diese Woche über nach einem Plättner suchen, einen Marder machen.